Hi, zu Berlin ganz im Moor. Heute stelle ich euch mal noch von Pegadi eine schöne Review-Waffe vor. Hat alles ein bisschen länger gedauert, hatte ein bisschen Stress, aber jetzt legen wir los. Und ich bedanke mich nochmal bei Pegadi für die Review-Waffe. Schaut auch mal in den Shop rein. Da gibt es richtig coole Sachen von Pegadi und auch richtig coole Waffen. So, jetzt zeige ich euch nochmal, worum es geht. Es geht nämlich hier nochmal um die Secutor, naja, seht ihr ja hier, die Bellum-Version, ja, auch wieder ein schöner Koffer, sieht sehr, sehr ansprechend aus. Ich drehe die mal für euch, ja. So sieht das aus, der Koffer, sieht echt schön aus. Dann packen wir das mal aus. Dann haben wir hier die Bedienungsanleitung. Na, seht ihr ja hier. Hier ist die Waffe nochmal in Schwarz. So haben wir sie aber nicht hier liegen vom Pegadi. Die gibt es halt nochmal in Schwarz. Ja, so wie hier abgebildet. Und dann haben wir hier halt ein kleines Bildchen nochmal gezeigt, was man zu lassen hat. Ja. Finde ich immer ganz witzig, diese Bilder, kann sich jeder halt schon denken, was er mit der Waffe nicht machen sollte. Genau, dann haben wir hier nochmal, wie man die Waffe zerlegt, wie das Hop-Up einzustellen geht und wie die CO2-Kapsel reingeht und halt wie die Sicherung funktioniert. Ja. So, Messprotokoll haben wir auch noch. Die haben sie wieder reingelegt, also die haben wieder 1 bis 10 Schuss haben sie gemacht. Der erste Schuss ist, selber drauf gucken, 1,2 Joule und der letzte Schuss ist 1 Joule. Ja. Ziemlich konstant das Ganze, weil wir hier auch CO2 haben. Ja. Das ist das Messprotokoll. Genau. So, dann ist die Waffe hier sehr, sehr schön eingebettet, was ich auch richtig cool finde. Ja, können sich manche Hersteller auch nochmal eine Scheibe abschneiden. Schön eingebettet, dass da auch nichts passiert mit der Waffe. Ja, dann haben wir im Lieferumfang noch eine Low-Nozzle dabei. Ja, das heißt, wenn ihr weniger Energie braucht, dann baut ihr euch das Teil ein. Ja, und dann könnt ihr halt auch mitten auf dem Spielfeld mitspielen. Ja. Sozusagen. Dann haben wir hier noch einen Innenbus und einen kleinen Innenbus. Genau. Und mehr haben wir im Lieferumfang nicht, aber schon sehr, sehr lobenswert der Lieferumfang, dass gleich noch eine Low-Nozzle beiliegt. Dann zeige ich euch mal die Waffe im Rundumblick und dann gehen wir auch auf den Tisch. So, das ist jetzt hier die Waffe. Ja, so sieht die aus in Bronze. Ja, sieht echt nice, wie ich finde, aus, die Waffe. Ja. Echt ein tolles Teil, ja. Sozusagen. Und die gibt es halt hier in Bronze. In Bronze hat sie mir am besten gefallen. Ja, in Schwarz, in Grau gibt es die auch noch. Aber in Bronze halt, wie gesagt, gefällt sie mir am besten. Ja, und Secutor. Da steht halt dahinter KG Works, ja. Und Secutor und KG Works haben hier zusammengearbeitet und haben dieses tolle Modell in Bronze, die Beretta, auf den Markt gebracht. Also gefällt mir echt gut, das Teil. Und ist auch ziemlich schwer, ja, also nicht schlecht. Gut, dann gehen wir mal auf den Tisch und dann schauen wir mal, wie sie von nahen aussieht. Bis gleich. So, meine Freunde, jetzt sind wir hier zum Review auf dem Tisch. Ja, hier liegt sie jetzt vor uns. Ich sage euch nochmal schnell die Daten. System GBB CO2, Kaliber 6 mm, Hop-Up ja, einstellbar. Material komplett aus Metall alles gefertigt, außer die Griffschalen. Magazinkapazität vom CO2-Magazin ist 25 Schuss, Energie liegt bei 1,2 Joule. Mit dieser Low-Nozzle, die noch im Lieferumfang dabei ist, könnt ihr das ein bisschen runterregeln.
Dann ist die auch auf dem Spielfeld spielbar. Gesamtlänge ist ca. 225 mm. Ein mörderisches Gewicht für diese schöne Beretta oder Bellum 1180 Gramm. Ja, ist schon echt schwer und die Lauflänge beträgt 106 mm. Ja, also nicht schlecht. Und Hersteller ist Secutor mit KG Works. Also KG Works Teile wie Magazine, Tuning-Teile, alles bei Pegadi erhältlich, für diese Waffe kompatibel. Genau. So sieht's aus. Gut, dann gucken wir uns mal die Waffe an. Ja. Und dann schauen wir mal. Das ist das hier, das schöne Stück. Ja. Ein bisschen zurück, genau. So sieht das schöne Stück aus, ja. Schön alles verarbeitet, wie ich finde, ja. Sieht echt toll aus. Also fangen wir mal von hinten an. Wir haben hier schöne Griffschalen, ja. Sehen echt toll aus, auch nicht irgendwie knarzig, ja. Das sieht alles sehr gut aus, alles auch sehr schön verarbeitet. Ja, hier haben wir so ein bisschen aufgeraut, die Griffschalen noch. Seht ihr ja hier. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ja. Und hier die Schrauben sind aus Metall gefertigt. Ja. Genau. Dann haben wir hier den Magazinboden, der ist ebenfalls aus Kunststoff. Ja. Seht ihr ja hier. Genau, dann drehen wir das mal hier um. Dann haben wir hier schön noch so Rillungen drinne. Ja. Und hier halt das schöne Bronze-Finish, was ich auch sehr, sehr schön finde. Ja. Drehen wir die Waffe mal um. Dann sehen wir hier wieder diese Griffschalen. Ja, und weiter sehen wir halt jetzt hier nichts. Dann haben wir halt hier drauf zu stehen Pegadi Kaliber 6 mm GBB und das F im Pentagon. Ja, also auch nicht schlecht, wie ich finde. Seht ihr hier? Zack. Ja. Genau. So, mir ist die Kamera abgekackt. Wir waren hier gewesen. Bei den Schriftzug hier. Ja. Dann haben wir hier noch eine Picatinny Rail. Ja. Kann man halt eine Montagebrücke aufsetzen. Dann kann man halt noch mit Red Dot schießen. Oder man macht hier unten eine Kamera ran. Oder eine ausgegossene Taschenlampe. Laser. Und Taschenlampen sind, wie gesagt, strengstens verboten in Deutschland. Dann sehen wir halt hier nichts mehr, außer dieses schöne, schöne Finish. Ja, sieht echt toll aus. Hier oben im Schlitten haben wir hier noch so eine Rillen drinne. Die sind auch nicht scharfkantig, fassen sich auch sehr, sehr gut an. Ja, hier haben wir dann Parabellum noch in Weiß drauf. Ja, sieht auch schick aus. Ja, hier haben wir auch nochmal die Rillen. Und hier haben wir dann halt die Sicherung und die Ausziehkralle ist auch sehr, sehr toll gelungen, wie ich finde. Genau. Der ganze untere Body, habe ich schon gesagt, besteht aus Vollmetall, so wie auch der ganze Schlitten aus Vollmetall. Dann haben wir hier noch ein 14 mm Negativgewinde für Schalldämpfer, Tracer. Ja, einfach hier abschrauben und dann halt das Ding aufsetzen, ja, den Tracer oder Schalldämpfer und dann stimmt die Richtung. Fässt sich auch sehr gut an. Ja. Ebenfalls aus Metall gefertigt. Ja. Genau. Dann drehen wir das Ganze mal um. Dann haben wir auf der Seite des Schlittens nochmal Bellum stehen. Ja. Und hier haben wir auch das schön nochmal zu sehen. So wäre sie jetzt schussbereit. Und die Sicherung. Steht Bugs drauf für sicher und Bellum, dann könnt ihr losballern, sozusagen. Ja. Schlittenfanghebel aus Metall und wenn ihr die Waffe zerlegen wollt, ebenfalls aus Metall gefertigt, das Ganze. Der Innenlauf ist schön in Schwarz gehalten, passt auch sehr, sehr schön zu der bronzefarbenen Waffe, wie ich finde. Ja. Ist echt nicht schlecht. Ja, also auch das Finish hier, das fässt sich echt schön an. Ich weiß nur nicht,
wie kratzempfindlich das ist, das müsste man dann halt mal einen Dauertest sehen, ja, wie das dann so geht. Aber wie gesagt, wenn die Waffe ein bisschen abgenutzt aussieht, schadet es der Waffe nicht. Das gibt halt nochmal so einen coolen Used-Look. Ja, also nicht schlecht. Also die Waffe liegt auch sehr, sehr gut in der Hand, wie ich finde. Ja, also Handschmeichelwaffe. Hinten der Hahn ist auch nochmal ventiliert, also ausgespart. Seht ihr ja hier zur Gewichtsersparnis. Nun gut, ob das halt so viel bringt dann bei der, wenn halt das hier nur eine Ausfräsung hat, halt, ja, die Waffe ist schon ziemlich, ziemlich schwer. Ist die Waffe gespannt? Wenn man jetzt da halt, wie gesagt, die Sicherung reinmacht, könnt ihr halt, wie gesagt, nicht schießen. Macht ihr die Sicherung raus, sieht man ja dann auch ein rotes Symbol. Dann könnt ihr halt, wie gesagt, abdrücken. Wenn ihr die Sicherung halt, wie gesagt, reinmacht, schnallt das halt hier nicht zurück, ja, so wie bei der Beretta. Original Beretta, leider, aber egal. Ja. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau, wie ich finde. Die Kimme und Korn, die ist leider nicht abgesetzt. Also in der Dämmerung wird es schwierig anzuvisieren. Aber müsste man mal schauen. Ja, und die ist auch. Vorne ist die, glaube ich, fest, genau. Und hinten ist sie, glaube ich, auch feststehend, genau. Ja, ich spann mal die Waffe. Dann gucken wir mal den Druckpunkt. Hier habt ihr diesen Weg, ne? Seht ihr ja. Hier ist immer noch der Weg und dann löst der Schuss aus. Eigentlich ein ganz smoother Abzug, wie ich finde. Genau. Hier der Magazinauslöseknopf, der ist aus Kunststoff, ja, aber nicht so ein billiger Kunststoff. Es fässt sich alles, wie gesagt, die Haptik fässt sich alles sehr, sehr schön an. Ja. Und von innen sieht das halt dann so aus, auch schön alles gelöst, sieht auch alles sehr, sehr wertig innen drinne aus. Ja. Und die hat auch einen sehr schönen Klang, wie ich finde. Ja. Also ist schon nicht schlecht, ja. Die Waffe. Also genau, auch bei nassen, wenn ihr nasse Finger habt oder so, halt helfen auch euch die Rillen zum Laden. Ja, ihr könnt die Waffe ja so laden oder ladet die von vorne so halt, rutscht da auch halt hier nicht weg. Ja. Also das ist echt schön. Ja. Also nicht schlecht, also gefällt mir richtig gut diese Waffe, ja, also in der Farbe auch, also die Beschichtung ist auch sehr schön, sehr, sehr schön, also keine komischen Grade drinne, ja, das sieht alles wirklich sehr, sehr gut aus, ja, sozusagen. Hol ich mal das Magazin raus, legen wir mal die Waffe beiseite. Das ist ein CO2-Magazin, Standard-CO2-Magazin, ja, macht hier mal ein bisschen Silikonöl drauf. Hier, ja. Und halt, hier ist auch alles schön fest. Kunststoff ist das hier, ja. Hier müsst ihr halt gute Fingernägel haben. Ich habe keine. Ich knabber immer zu viel. Seht ihr, da geht's schon los. Das ist echt eine straffe Feder. Also ihr müsst das hier echt genau hier so runterziehen. Leider keine Arretierung. Und dann füllt er hier die Geschosse ein, die 6 mm BBs. Zack, zack, zack. Und lasst das halt langsam zurück. Nicht zu schnell. Nicht, dass euch da was wegbricht. Ja, aber hier, das ist auch aus Plastik und das hier auch, aber das ist hier sehr solide gemacht. Die Bodenplatte ist ebenfalls aus Plastik. Hier müsst ihr bloß reindrücken, dann schiebt er das hier so raus. Kriegen wir das jetzt ohne Dings hin? Nein, kriegen wir nicht. Also ihr müsst hier diesen Noppel reindrücken und dann könnt ihr das hier abziehen und dann versenkt er hier drinne dann die CO2-Kapsel. Schraubt ihr das mit dem Innenbus fest und dann könnt ihr loslegen. Ja? Genau. Wir gucken mal, wie teuer die Waffe ist, wie teuer die Magazine sind. Ich habe mal was vorbereitet. Ich mache das jetzt mal digital. Ich hoffe, man kann das sehen. Genau. Hier ist die Waffe bei Pegadi im Shop. 179 Euro kostet die. Scrollen wir mal weiter. Dann haben wir die hier nochmal in Schwarz. Kostet 174 Euro in der CO2-Variante. Und dann haben wir sie auch nochmal in Schwarz.
Auch CO2-Variante 179 Euro, aber mit einem in silbernen Lauf halt, ne? Also es ist ein silberner Lauf. Ja, ein Schwarz-Silberlauf, komplett schwarz und halt in Bronze. Aber in Bronze gefällt mir die am besten, hat man nicht immer die Farbe und deswegen. Und wenn wir jetzt hier mal reinklicken, sieht man hier auch, ne? Ist auch verfügbar bei Pegadi. Und dann habt ihr hier die ganze Tuning-Liste, Hop-Up, bla bla bla, das hier noch, ne? Alles könnt ihr bei der Waffe tunen, wenn ihr die dann halt haben möchtet. Hier nochmal die Daten zur Waffe selbst und hier sind dann halt die ganzen Magazine. Magazine für KG Work M9 GBW Gasversion, gibt auch Gasmagazine und Magazine von KG Works, weil sie von KG Works ist, auch in CO2. Und drücken wir mal in den Gasmagazin rein. Da ist das gute Stück, das ist ein Gas, wie gesagt, Magazin. Beim Gasmagazin, wenn ihr das lagern wollt, dann bitte immer ein bisschen Gas reinfüllen. Auf die Dichtung ein bisschen Silikonöl und stehend lagern, ja, wenn ihr die Möglichkeit habt. Aber immer mit Gas lagern. Das kostet 27,90 €. Ja. Der Preis ist auch voll in Ordnung für so ein Gasmagazin. Und das CO2-Magazin, was hier bei der Version bei mir jetzt dabei ist, ist das hier. Habt ihr ja jetzt gesehen. Und das kostet 32,90 €. Also, ich sag mal so, die Magazine sind vom Preis in Ordnung. Ja, da kenne ich andere Hersteller wie jetzt VFC mit der neuen Glock, wo das Magazin dann ganz schnell mal 50 € kostet. Ja, es ist ziemlich teuer, aber die gehen hier halt hier noch vom Preis. Ja, also das hier auf jeden Fall 32,90 € und das Gasmagazin eben 27 €. Ich würde aber zu CO2 empfehlen. Aber wenn es jetzt richtig warm wird, 30 Grad, weil die hat einen sehr, sehr starken Blowback. Auch so wie die andere Rudis 1911er, die ich euch schon vorgestellt habe von Secutor. Bei 30 Grad kann euch das passieren, dass hier im Inneren was kaputt geht. Oder ihr braucht halt eine andere Feder hier drin. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe es in verschiedenen Foren mal gelesen. Also bei mir ist noch nie was passiert, sagen wir so, wo ich schieße die auch bei 30 Grad, muss man gucken. Ja, aber eigentlich sollte da nichts passieren. Also die hat einen sehr heftigen Rückstoß, diese Waffe mit CO2. Ja, und ist damit eine sehr, sehr schöne Waffe, ja, von der Haptik auf jeden Fall. Und Optik, und wenn man, wie gesagt, hier wackelt auch nichts, ja, also nicht wesentlich. Das Ding macht einen echt guten Eindruck für 180 Euro oder 179 Euro. Macht ihr hier nichts falsch? Jetzt müssen wir halt noch mal gucken, wie sie so trifft. Im Schusstest mit CO2 natürlich. Ich mache nur auf 7 Meter den Schusstest, weil ich, wie gesagt, nicht im Verein jetzt war. Ich gehe erst wieder im August, am 4. oder 3. glaube ich. Und dann schieße ich die auch nochmal, denke ich mal. Aber ein kleiner Mini-Schusstest folgt auf jeden Fall. Und dann können wir uns mal das angucken, wie die Trefferlage ist, wie laut sie ist, wie der Blowback dann richtig funktioniert. Aber wie gesagt, von der Haptik und Optik halt ist das Ganze hier echt eine coole Waffe. So, dann schießen wir mal auf 7 Meter. So, die Trefferlage seht ihr ja,
Ist sehr, sehr geil. Bloß ich hatte das Problem gehabt, dass die BBs nicht richtig zugeführt worden sind und da gab es ein paar Ladehemmungen. Aber sonst trifft die echt genau die Waffe. Ja, seht ihr ja am Trefferbild selbst. Sehr, sehr schön, wie ich finde. Bis dahin, Berlin, ganz im Moor. Bye. So, jetzt kommen wir mal zum Fazit. Der Secutor Bellum 6mm CO2. Im Schusstest hat sie ganz gut abgeschnitten, hat sehr, sehr gut getroffen, auf jeden Fall. Aber sie hat Zuführungsstörung und dafür kann ich halt keine klare Kaufempfehlung rausgeben, zwecks den Schusstest, weil sie Zuführungsstörung hat. Ich weiß noch nicht, ob das an der Munition lag, die ich verschossen habe. Aber wie gesagt, zu 100% kann ich hier keine Kaufempfehlung rausgeben. Trotzdem ist sie gut von der Haptik und Optik. Aber der Schusstest hat mir nicht so gefallen. Da muss man halt nochmal gucken, ob andere Munitionsarten besser für die Waffe sind und auch besser vom Magazin zugeführt wird. Also, ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Bis dahin, Berlin ganz im Moor.